Moin, moin, meine lieben Leute, und willkommen hier auf meinem Kanal. Heute widmen wir uns mal wieder Starlink. Ist ja schon sehr, sehr lange her. Aber da ja bald das neue Update erscheint. Ich fand das Weihnachtsupdate jetzt nicht so wichtig, dass wir alles hätten zeigen müssen. Aber das neue Update erscheint und dann zeigen wir heute mal ein bisschen was vom Weihnachtsupdate. Und das Gute daran ist, dieses Update gibt uns neue Missionen für die Fox McCloud-Truppe. Was natürlich sehr cool ist. Zweitens will ich euch noch einen Tipp geben, wenn ihr das Spiel noch nicht habt und mir zuguckt hier und sagt, oh, es ist ja eigentlich ziemlich cool, aber es ist mir zu teuer, ich zahle auch keine 80 Euro für so eine digitale Version, braucht ihr auch nicht mehr, denn im eShop gibt es dieses Spiel statt für 79 Euro, also die digitale Version ohne Spielzeug, für schlappe 24 Euro, ich glaube 24,60 oder so, also es ist wirklich ein Witz, es kostet wirklich nichts, kann ich nur empfehlen, zuzuschlagen. Denn es macht wirklich Spaß. Und für den Preis kann man nichts sagen. Und was ist da drin? Natürlich der A-Wing. Also ich glaube, es sind 5 Piloten oder 6 Piloten mit drin. Alle Waffen, die man so braucht, um überhaupt das Spiel zu bestehen. Es gibt ja viele, wie ihr wisst, viele Geheimnisse hier, die man nicht nutzen kann. Wir bauen einen Außenposten hier. Wenn man zum Beispiel hier Rätsel hat oder so, wo man eine andere Waffe für braucht, kann man hier locker machen. So, was bauen wir mal hier? Wir machen mal hier. Brauchen wir mal kurz. Wir haben genug Kohle, wie ihr seht. Das liegt daran, weil wir natürlich danach richtig viel. Guck mal, Legion hat hier schon fast die Hälfte des Planeten. Das heißt, wir müssen ein bisschen hier was einnehmen. Ich will euch auch kurz was zeigen. Und zwar, wenn wir jetzt mal auf die Karte gehen, wir zoomen mal raus, dann seht ihr, dieser Planet und dieser Planet, die sind alle schon sehr gut eingenommen. Wir wollen dieses Ding zerstören. Geht aber nur, wenn wir hier die Zyklopen, da wollte ich gerade sagen, die großen Krabbler da wegnehmen und hier auch. Das heißt, die müssen wir auf jeden Fall wegnehmen, bevor wir das Schiff angreifen. Jetzt ist es noch relativ hoch, aber wenn wir die drei Primes hier kaputt bekommen, dann kriegt der, wie man sieht, steht das auch hier, wenn man drauf geht, bekommt er von drei Primes da so eine Energie und durch die Dreadnoughts. Der Dreadnought also. Und wir versuchen das jetzt zu zerstören. Außerdem gibt es 10 von diesen Elementarkernen, die natürlich sehr cool sind, wenn wir noch irgendwelche Mods erhöhen wollen oder so. So. Das kann ich auch kurz zeigen. Wenn wir schon hier sind, ich zeige euch mal die Ausstattung. Also das ist mein Flugzeug. Aber jetzt seht ihr, ich habe auch die anderen Flugzeuge hier. Ich kann jetzt auch rüber zu meinem A-Wing wechseln. Das machen wir einfach mal. Bäm. Der hat die gleichen Waffen drauf. Und was ist ja schon ziemlich cool. So, hier kann man verschiedene Flügel ransetzen. Wollen wir jetzt gar nicht. Wir haben noch verschiedene Flügel. Ich könnte hier noch ein paar ranpacken, aber ach komm. Brauchen wir jetzt gar nicht. So könnte man natürlich selber zusammenbauen. Aber wir haben die Digitalversion. Und die Digitalversion ist wirklich wesentlich besser. Also ich habe meine Spielzeugversion verkauft. Ich sammle auch nicht wirklich leider die Figuren. Das reizt mich nicht so. Also ich habe die verkauft. Ist dann halt so, aber ist auch nicht schlimm. Denn diese Digitalversion bietet ja alles, was man haben will. Und man muss nicht so mit so nervigen Spielzeug spielen. Wobei, auch wenn man das Spielzeug hat, kann man natürlich immer wechseln, ne? Da muss man sich nicht drum kümmern. Kann man immer zum digitalen Spiel wechseln. So, aber hier ist jedenfalls alles dabei. Ihr habt alle Waffen dabei, die ihr braucht. Und gerade vor den Rätseln ist es ja wirklich so, das nervt. Wenn einem auf einmal fehlt dann die Eiswaffe, dann fehlt dann das. Ach, das ist so nervig. So, wir müssen schon aufpassen. Denn es gibt ja jetzt auch Zyklopen hier, da, genau, die Pylonen hier. Die müssen wir gleich mal rausreißen. Denn sonst schießen die gleich auf uns. So. So, da ist noch einer. Die sind seit dem Weihnachtsupdate neu. Aber die sind auch nicht wirklich schwierig. Das ist einfach nur. So. Kann man gut zum Beballer nutzen. Kampf, wer ist denn da? Lebt er noch? Die sind alle weg. Da ist noch, okay, da kommen die noch, okay. Okay, ein bisschen Eis und dann Feuer. So. Soll das gewesen sein, oder? So, bauen wir schnell einen Außenposten noch. Wupp. Wir noch mal Observatorium. Einfach aus einem einfachen Grund, dass wir ein bisschen mehr von der Karte aufdecken können. Sie etwas Zeit haben. Hallo, wir könnten ein paar der Kerne, die Sie dabei haben, gut gebrauchen, wenn Sie handeln möchten. Natürlich könnt ihr ein paar Kerne bekommen. So. Bringen wir mal den.
Starlink-Datenbank aktualisiert. Können wir das Ding verbessern hier? Oh, hi. Tut mir leid, wenn ich zerstreut wirke. Aber ich bin nun mal der brillanteste Geist diesseits von Andromeda. Die labern auch immer eine Scheiße, ne? Spinnerschwarm entdeckt. Oh, die sind echt ein Problem. Wir sollten sie beseitigen. Machen wir auch. Aber wir verbessern den Außenposten noch einmal. Wir haben ja genug Kohle. Dann kann es egal sein. Unsere Anlage auf dem neuesten Stand. Die besten Sensoren in Atlas. Gut. So, jetzt müssen wir das nächste Ding finden. Muss ja irgendwas in der Nähe sein, was uns hier so ein bisschen nervt. Gucken wir mal rein. Da ist noch so ein Turm, den machen wir mal weg. Fliegen wir nochmal hin. Ich sehe keine Springer mehr auf deiner Karte. Die Luft ist rein. Oh nein, ich habe jetzt natürlich die Starfox-Truppe geholt. Das ist natürlich total bescheuert. Aber egal. So. Extraktor entdeckt. Maximale Energiewerte. Machen wir ein paar Grinds, okay. Ein paar Zyklopen, die machen wir noch kurz weg. So, haben wir die Kerne wieder bekommen. So, ich muss natürlich die anderen Waffen noch aufrüsten. Den Levitator zum Beispiel. Das ist so eine Statuswaffe, die ist natürlich ziemlich cool. Die müssen wir auch ein bisschen aufpeppeln, leveln. Aber das machen wir jetzt nicht heute mehr. So, jetzt machen wir den Kern frei. Ja, Starfox, die können auch da reinballern. So. Hier geht's schneller. Der Turm ist schon mal weg. So, ich freue mich schon aufs nächste Update. Ich hoffe, ihr auch. Da können wir ein bisschen drüber quatschen nochmal. Denn es ist natürlich jetzt geil, dass sie wirklich das hier unterstützen, wenn man überlegt, dass das Spiel natürlich auch in allen anderen Bereichen ist. Aber es wird leider verramscht, das Spiel gerade. Also ich glaube, für die PlayStation 4 habe ich das ganze Spiel jetzt mit Starterpaket für 24 Euro gesehen. 24,99. Das ist natürlich wirklich wenig und ja, was soll man machen? Ist anscheinend nicht so gut angekommen überall, nicht bei allen, was schade ist, denn ich finde das Spiel wirklich cool und ich glaube, die könnten viel mehr da rausreißen. So, was ist das denn hier? Pyroklatschstadt. Nehmen wir auch mal. Wir nehmen jetzt alles mit, was wir können. Damit wir das schnell befreien können hier. Wir nehmen unsere Truppe damit. Das wird lustig. So, jetzt aber. Ei. Na, wo ist er hin? Da ist mein... Die Luft. Warnung. Atmosphärische Verschmutzung erkannt. Die Triebwerke sind beeinträchtigt. Eieiei, der hat uns ein bisschen erwischt, aber das macht nichts. Ich bin ja trotzdem. Ah, ich häng fest hier. So, diese ganzen Mods immer gerne einsammeln. Denn, weiß ich nicht. Erinnerung, Proben von korruptem Nova wie diese sind eine wertvolle Ressource. Sie wird bei denn, die können wir natürlich alle aufpeppeln, aufpowern. Ja, wir nehmen jetzt kein korruptes Nova mit. Lass mal hier reingehen, gucken, was hier drin ist. So. Drin. Kohle. Mehr gibt's hier nicht.
Na gut. Hier rein. Okay, egal. Wollen ja nochmal schauen. Fliegen wir da raus. So. Und auf die Karte, was man noch nehmen kann. Jetzt sagen wir, holen diesen Turm auch noch. Und dann bauen wir hier nochmal so ein Ding auf. Oh. Dieses Fliegen macht eigentlich wirklich Spaß. Kann ich eigentlich nur empfehlen. Gerade auch mit Pro-Controller ist es echt ein Spaß, mit dem Ding hier durch die Gegend zu flattern. Ups. So, gucken wir mal, ob wir diesen Turm da mal kurz schnell einnehmen können. Ach, schützt er schon wieder, okay. Waffe richtet mächtig Schaden an. Weiter so. Ja. Holen wir unsere Truppe, dann können wir es schneller machen. Falco hier. Ich bin schon dran. Nachdem wir sie nicht haben. Sonde. Sonde repariert immer gern. Oh! Ich habe Probleme. Guck an, unser Schiff ist weg. Macht aber nichts, denn jetzt haben wir ja alle Schiffe, die wir brauchen. Zack. Sonde der Legion entdeckt. So, ein bisschen die. So. Starbucks ballert immer gleich rein, deswegen benutze ich die immer ganz gerne da, weil das dann wirklich, also die Truppe das wirklich gleich schon friedlich löst, kann man nicht sagen, aber da so fett reinschießen, dass alles weg ist. Na, holen wir mal raus. So. Gut. Gucken wir auf die Karte. Da ist noch ein Drake. Den können wir auch nehmen. Alles wegmachen, was hier ist, ne? So. Warte. Nehmen wir mit. So, los geht's. Hui. Wenn man will, kann man natürlich auch alle Tiere hier, die ganze Fauna und so, erkunden. Habe ich noch nicht gemacht, muss ich zugeben, weil irgendwie hat mich das noch nicht so gereizt. Aber vielleicht kommt das ja irgendwann nochmal. So, dekodieren wir das Ganze mal. Uplink eingerichtet. Und jetzt kommen die Gegner. Datenkern wird gehackt. Für eine stabile Verbindung in der Nähe bleiben. Einer weniger. Legion-Verstärkung im Anmarsch. Oh. Tun Sie etwas! Bitte! Schnell! Warnung, der Gegner ist gegen Hitzewaffen resistent. Ja, ich merke, ob es ist falsch. Komm schon! Oh. Es geht los, Leute! Happy here! Bin im Anflug! Ja. Oh, das gibt's doch gar nicht. Schon wieder ein Flosch. Also okay, liegt aber daran, weil ich die noch nicht so richtig hochgepowert habe. Und ich vielleicht ein bisschen vorsichtiger fliegen sollte. Dann bin ich wohl raus. Wie ist irgendeine Stasis-Heimung? Da. So, Entschlüsselung abgeschlossen. Perfekt. Tank erfolgreich. Legion-Daten erhalten und bearbeitet. Oh. So, nimm auch mit. Oh hier, ein besserer Mod. So, auch mit. Und dann gucken wir nochmal rein auf die Karte. Wir müssen irgendwo nochmal einen kleinen Dings bauen. Vielleicht hier hin. Können wir dann auf jeden Fall im Springerstock noch ein nächstes bauen. Also vielleicht ein Observatorium oder so. Wir gucken mal. Machen wir nochmal schnell. Ah, das war natürlich dumm. Egal.
Das ist ein dunkler Planet. Das liegt natürlich auch daran, dass die Legion hier fast die Hälfte des Planeten eingenommen hat. Das ändern wir jetzt ja Gott sei Dank. Sieht aus, als hätten sie ein paar Kerne dabei. Ich kaufe sie ihnen ab, ohne Fragen zu stellen. So, man kann natürlich auch alles hier abballern, aber das nervt ein bisschen. So, machen wir uns mal hier so ein nächstes Ding ran. So, wir machen nochmal ein Observatorium. Ne, wohl, wir können noch eine Raffinerie bauen. Raffinerie läuft und ist einsatzbereit. Kann ich schaden, noch mehr Kohle zu bekommen? Mehr Kohle, nur für mich. So, wir reden über den. Hallöchen, die Produktion läuft heute wirklich ausbauen. Rund. Wir bringen ihre Schiffe wieder in Topform. So. Wir bauen die nicht großartig aus, weil wir haben so viele von denen. Das macht nicht so viel Sinn. Aber ihr seht, haben die wirklich viele von diesen Punkten hier. Richtig viele. Da müssen wir natürlich ein bisschen einnehmen. Liegt natürlich daran, weil der Prime hier rumfliegt. Wir sollten wir erstmal den Prime ausschalten. Dann können wir uns danach um die Türme kümmern, weil der wird ja immer einen Turm nach dem anderen wieder setzen. Also lass uns den Prime mal suchen. Warte. Lass uns den Primer suchen. Ich muss ja hier irgendwo rumwandern. Da ist er. So, den holen wir uns jetzt. Das ist ja nervig. Sonst, der setzt ja diese Punkte immer auf den Boden. Also beziehungsweise setzt die neuen Türme. Deswegen wäre es ganz gut, wenn wir den auf erstes Blatt machen. Damit er uns gar nicht erst weiter nervt hier. Und dann können wir die Türme nach und nach platt machen, ohne dass er jedes Mal einen neuen setzt, wenn wir gerade einen zerstört haben. Macht ja auch nicht so viel Sinn. Hui, juhu. So. Da ist der Spacko. Auch schon wieder da rumfläzt. Natürlich dumm, dass er gerade beim Turm ist. Obwohl. Doppelter Kampf jetzt hier leider. Mach weiter, bald ist das geschafft. Der Extraktor ist verwundbar. Auf die Hauptstruktur zielen. Haben wir zerstört. Wir haben natürlich auch warten können, bis der nicht weg ist. Aber jetzt fliegt er Gott sei Dank weg. Dann können wir hinterher eiern und dann sind wir weg von diesem blöden Turm. Ich glaube, ich sah jedenfalls keiner mehr an. So. Na, flieh bloß vor uns. Wir kriegen dich sowieso. Ah, hier ist auch schön das Licht wieder schön, ja. Oh.
Dinger da oben. Es wird zu heiß. Ach, Scheiße. Prime hat Verstärkung gerufen. Warnung, Lieblingsverstärkung im Anmarsch. Alles erledigt. Okay. Oh, meine Batterieleiste lässt nachkommen. Mit Joypad, das ist nicht so schlimm, ich kann noch hin. Oh. Oh. Hey. Ah. Oh, verdammte Axt. Nicht schlimm mit dem A-Wing. Das gar nicht. Wir müssen aufpassen hier. Auf der anderen Seite. Weg hier. Oh nein, weg hier. Weg hier. Weg hier, weg hier. Oh. Hui. Weiche ihn aus, wenn er dich ins Visier nimmt. So. Sehr gut. So, den nicht vergessen, den Kern rauszuziehen. Und den brauchen wir auf jeden Fall. Das wäre uns ärgerlich, wenn der weg wäre. Wo ist mein Kern hin? Da. So. Zack. Und den bringen wir jetzt direkt. Wo bringen wir den direkt hin? Irgendeine Station? Da zum Beispiel. Los geht's. Ja, schon ziemlich cool. So, der Planet ist befreit. Das können wir gleich den nächsten Planeten nehmen gleich. Oh. Ist wegfliegen da. Es sind noch ein paar Gegner da, aber der Prime allein hat uns jetzt erstmal... Hallo, wir könnten ein paar der Kerne, die Sie dabei haben, gut gebrauchen, wenn Sie handeln möchten. Unser Observatorium wird beschossen! Zur Hilfe, bitte! Wir sind schon da. Kern nicht zerstören. Keine Feinde im Bereich. Gute so. Arbeit. Vielen Dank fürs Vorbeischauen. Oh, hallo. Ignorieren Sie mich. Ich schufte nur an der vordersten Front der Galaxieerkundung. Bestätigt. So, den Prime-Kern gehen wir ab. Was man mit einem Prime-Kern alles machen kann. Und sie schenken mir ein. Ich bin gerührt, Partner. Ja, wo sind wir? So. Man sieht, gibt's hier noch richtig viele Türme, die man gut mal wegmachen könnte. Aber der Prime ist weg. Das heißt, wir haben keinen Prime mehr auf dem Planeten. Was für uns gut ist, um oben im Himmel, wollte ich gerade sagen, das andere besser zu machen. Deswegen fliegen wir erstmal nach oben. Sehr gut. Jetzt haben wir natürlich noch hier
Wir stellen gerade der Planet und der Planet. Der ist 100% eingenommen vom Prime, von denen, aber das macht ja nichts. Und wenn wir nur den Prime zerstören, dann damit wir die Dreadnought auch zerstören können. Wir fliegen jetzt mal hin. Sind wir schon weit der Weg. Wir werden bestimmt zwischendurch mal angegriffen. Aber hier kann ich jetzt empfehlen, hier die Waffen zu wechseln. Nämlich hier ist, also die können wir, die Feuerwaffe könnten wir traurig drin lassen. Aber hier drüben packen wir definitiv die Stasiswaffe rein, denn die ist wirklich ganz gut. Huch. Und die muss ich eh ein bisschen aufpowern. Weil dann können wir auch, wenn wir schon hier sind, können wir auch die linke Waffe ein bisschen aufpowern. Nehmen wir da mal hier den Schredder. Schredder ist gut. Zack. So. Wenn jetzt mal ein paar Fallen kommen, dann können wir gleich die ganzen Piraten hier gleich mal ein bisschen platt machen. Weil in den Fallen fliegen wir sowieso. Wir können natürlich ausweichen. Das ist natürlich easy. Gerade hier bei den Hyperraumfallen. Die roten Fallen sind ein bisschen schwierig auszuweichen, weil die Löcher kleiner sind und das sich alles schneller dreht. Hier kann man eigentlich ganz gut rauskommen. In die nächste Falle fliege ich mal rein. Einfach mal aus dem Grund, dass wir gegen die Gegner mal kämpfen sollen. Ich zeige euch mal, dass diese Waffe wirklich cooler ist. So. Ich sehe schon, das haut natürlich ganz gut rein hier. Weil es halt Lenkraketen sind. Und die werden nicht länger mit uns hier. Die werden sich nicht länger mit uns abgeben hier. Haben wir schon viel zu viel Schiss vor. Wir können gleich weiterfliegen. Aber warte mal, wir können eine Schnellreise machen, warte. Wir waren da ja schon mal. Zack, los geht's. Ist für uns natürlich einfacher, eine Schnellreise zu machen. Und auch cooler eigentlich, oder? Was? So, der Planet ist komplett eingenommen von den Bösen, kann man sagen. Und wir werden die jetzt versuchen zu befreien. Komm rein. 100% Allianz, aber da also wollte ich ja insgesamt erreichen. 68 haben wir von 100, dauert also noch ein bisschen. Ich nähere mich Necrom. Es gibt einen Unterschied zwischen Extraktor-Smog und dem normalen, gruseligen Necrom-Nebel. Da unten ist ziemlich sicher alles voller Legion. So, wie ihr seht, können wir hier gar nichts. Wir können ein bisschen fliegen, aber rausfliegen können wir jetzt erstmal nicht mehr hier. Atmosphärische Verschmutzung erkannt. Die Triebwerke sind beeinflusst. Das stimmt. Jetzt müssen wir gucken, ob wir den Prime hier entdecken. Den würden wir als erstes platt machen. Wir haben natürlich noch gar nichts erobert, wie man sieht. Beziehungsweise, die haben alles weggerobert. Aber da ist er. Interfernaler Prime. Also das ist schon einer der Stufe 4. Trotzdem, wir versuchen, den natürlich platt zu machen. Dann fliegen wir mal zu ihm hin. Jetzt ist er weiter weg. Ah, schon ein Stückchen weiter weg, ne? Achso, wir können die Waffen einmal gleich wieder umstellen. Und hier ist es schon, macht es schon Sinn, wieder bessere Waffen zu benutzen. Also zumindest welche, die ich schon aufgemotzt habe. Annäherungsalarm. Extraktor entdeckt. Maximale Energiewerte. Wir müssen unsere Verbündeten vor solchen Bedrohungen schützen. Wir sollten schnell handeln. Extraktorposition markiert. Weitere Details auf der Sternenkarte. Ja, lassen wir markiert. Wir wollen jetzt den Prime erstmal killen. Das machen wir auch. Annäherungsalarm. Finster Klumpen in Reichweite. Analyse. Diese Einheit absorbiert Energie und explodiert beim Aufprall. So. Wir sind Turm. Vielleicht ist er gerade weggelaufen vom Turm. Das sehen wir gleich. Ist die Frage, hatten wir schon mal einen Vierer Prime? Ich glaube, den hatten wir noch nicht zusammen, ne? Mhm. So, das findet er gar nicht cool. Kann auch nicht cool finden. Haut er ab. Soll er auch ruhig. Damit er weggeht von dem blöden Turm vielleicht. Lass ihn nicht entkommen. Feindliche Outlaws entdeckt. Extraktor entdeckt. Maximale Energiewerte. Ein bisschen schießen jetzt hier leider. Oh!
Weg hier! Wow. Hab ich hier gemacht. So. Ich brenne! Oh, das war nicht so gut. Was so viele Gegner? Beziehungsweise, die Gegner sind da gar nicht. So, jetzt müssen wir den letzten noch haben da. Du hast einen Schwachpunkt freigelegt. Ziel auf die Mitte. Komm schon. Ah, scheiße. Auf der anderen Seite hätte ich kommen sollen. Egal. Scheiße nochmal. Oder wieder mal seine Power. Den Giganten müssen wir leider einmal. Was machen? Oh. Ja, komm schon. So, den kriegen wir auch noch da. Ah, komm schon. In die Richtung. So, komm. So. So, gehen wir jetzt weg hier. Ach shit. Haha. Mehr Pech gehabt, aber wir müssen es einmal aufladen, denn. Wie fahren ist das dann? Gut, gut, dass er eine Pause macht. Oh, hochfliegen. Wow. Das war natürlich echt gerade. Okay. So, die letzte Stufe von Prime. Komm, du Spacko. Das ist auch mit seinem scheiß Schwanz da. Runter. Gute Arbeit. Jetzt sein Laser feuert nicht. Shit. Ah, Mist. Na egal. Da müssen wir gleich nochmal machen. Yes, Ann, dass ich nach vorne muss. Geht los!
So. Das war's. Das ist natürlich gut, wenn man die Truppe rufen kann. Perfekt. So. Kern rausziehen. Sehr gut. So, wir haben die zurückgedrängt. Aber auch nicht wirklich viel, ne? So, wir müssen ja irgendwo mal hier ein... was schaffen. Müssen wir ein bisschen rumfliegen. Dass wir einen Stock finden, wo wir mal was bauen können. Annäherungsalarm. Finster Klumpen in Reichweite. Analyse. Diese Einheit absorbiert Energie und explodiert beim Aufprall. Das ist auch uncool. Noch ein Hüterturm. Ist markiert. Vielleicht können wir ihn später freischalten. Annäherungsalarm. Outdoor-Befestigungen entdeckt. Okay. Legion solcher an Fauna in der Nähe entdeckt. Geschützturmschilde sind gegen direktes Feuer resistent. Empfehle Geschützturmprojektile mit ihrem aktiven Schild zu reflektieren, um ihn zu deaktivieren. Nee, wir suchen erstmal einen Bienenstock hier, wollte ich gerade sagen. So ein... macht am meisten Sinn. Guck mal, sieht aus wie kleine Peperonis, die da runterhängen. Das ist ein blöder Turm. Den Springerstock müsste man doch eigentlich hier irgendwo erkennen können. In Not machen wir es anders. Eilen wir erstmal. Da ist doch einer. Bäm. Menschen solche anfachsen da. Anpeilen soll es sehen. Zack. So. Entdeckt. Feindliche Outlaws entdeckt. Ja, scheiß auf die Outlaws. Die wollen wir nicht haben. Outlaw-Feinde nicht mehr auf dem Scan. Siehst du? Eine coole Drehung gemacht und schon sind die Outlaws weg. Da ist der Stock. Ah, ich muss kennenlegen lassen. Warnung. Legion-Geschützturm in der Umgebung entdeckt. Ah, scheiße. Alles. Ich bin bereit. Können wir auch ausreißen schnell? Ja, komm, wir holen uns die Truppe. Was machen wir? Oh. Na gut, dieses Schiff. Dass man so viel hat. Eine ordentliche Ladung Elektrum ist gerade eingetroffen. So, warte mal. Gut. Sortorium. Observatoriumsystem auf grün. Wir scannen jetzt die umliegende Umgebung. Mach das mal. Gut. Wollen wir nur so einen Kern hier, der hier irgendwo lag, was der? Nee. Zur Erinnerung, mit diesem Analysator können Sie lokale Kreaturen scannen. Für die gesammelten Daten werden Sie von Werkstätten belohnt. Ich würde eigentlich gerne meinen Kern wieder einsammeln, der hier irgendwo rumliegt. So, lass mal fallen. Wo ist denn der Kern? Muss doch noch hier irgendwo rumliegen, oder? Das wäre ziemlich ärgerlich, wenn der jetzt im Futsch ist. Denn der gibt ja schon... da ist er. Der gibt nämlich schon ganz gut was, also. Oh, Starlink, stets ein Vergnügen. So. Sie sind zu nett, Partner. Dadurch pushen wir auch gleich das Observatorium zu einem höheren Level. Wissenschaftliche und technologische Höhen erreichen. Vielen Dank. Oh, das war nicht so wild. Mach ich doch gerne. So. Huch. Wollen wir reden? Ein Hütergrab. Faszinierend. Sie waren unsterblich, aber der Legende nach gab es einen Kult. So, wenn man jetzt auf die Karte geht, huch, dann müssten wir doch eigentlich
müsste die Dreadnought doch langsam 13 bis 15. Wenn wir den Prime erledigen, dann ist es ein easy peasy going. Machen wir jetzt einfach mal. Los, können wir raus hier? Kommen? Schon. Das muss ihr Schrein sein. So. Haben wir zwar nicht erobert, ganz den Planeten, das macht aber nichts. Wir wollen ja nur den Prime erledigen. Das machen wir jetzt. So, dann gucken wir, wo der Planet ist. Da wollen eine Schnellreise hinmachen, glaube ich. Zack. Da erledigen wir auch den Prime und dann geht's zur Dreadnought. Das wird heute eine lange Folge. Ich dachte mir so, als Einstieg muss man nochmal wieder alles gesehen haben. Und finde ich auch ganz cool. Also ich meine das Spiel, ich mag das Spiel. Ich habe es ja damals auch geliebt. Und irgendwie war ich auch der Einzige, der es so richtig länger oder größer Let's Played hat, weil die Großen wollten es nicht spielen. Ich habe es nicht verstanden. Warum? Jetzt sind wir zu dem hingeflogen. Verdammte Axt. Wir sind zum anderen Planeten. Müssen wir mal kurz in die Ecke fliegen. Denn wir sind zum falschen Planeten geflogen, wie man sieht. Oder? Auf die Karte kurz. Ah, wir wollen ja dahin. Nee, wir wollen ja dahin. Gut. Mal kurz rumfliegen. Um diesen Planeten rum. So, jetzt können wir anpeilen. Und Schnellreise. Zack. Ich wurde auch immer gefragt, ob ich nicht auch noch ein paar andere Missionen da machen will, beziehungsweise ob ich nicht mal zeigen will, wie das mit der Natur und so funktioniert. Und mit den wozu man die ganzen Sachen bauen muss und den ganzen Kram. Hat sich, dachte ich, eigentlich eher von selbst ergeben durch mein Spiel, aber anscheinend nicht. Deswegen machen wir noch ein paar. Also wir werden jetzt, es wird jetzt nicht jeden Tag eine neue Starlink-Folge kommen, aber bis dahin machen wir auf jeden Fall ein paar. Ein, zwei, drei. Folgen kommen auf jeden Fall noch. Falls ihr Lust drauf habt. Wäre auf jeden Fall spaßig. Ankunft auf Tandria. Die Präsenz der Legion scheint prima zu sein. Konzentriere dich da unten nur darauf, dich warm zu halten. Gut, wir gucken auf die Karte, wo der Prime rumläuft. Irgendwo muss er hier rumlaufen, der Spacko. Da ist er. Zack, fliegen wir mal hin. So, fliegen wir hier oben längs. Ein bisschen weit runter. Schon mehr kann ruhig fliegen. Guck mal, wir haben oben schon wieder 19 Kerne, die wir nutzen können für Mods und für. Na, schon ein Stückchen hinter, ne? Muss man auch sagen, es ist nicht so, dass es gleich um die Ecke liegt. So. Warnung! Atmosphärische Verschmutzung erkannt. Die Triebwerke sind beeinträchtigt. Oh. Was macht denn so lang durchfliegen? Wir müssen jetzt nicht hier mit den kämpfen. Hey du! Komm, lass uns tanzen! Nee, verpiss dich. Wir wollen nicht tanzen. Wir wollen auch nicht mit dir kämpfen. Wir wollen nur den Prime zerstören. Wir wollen den Dreadnought auch noch zerstören. Dafür müssen wir den Prime zerstören. So kann es natürlich sein, dass irgendwann wieder ein neuer Prime ankommt. An der Planeten hoffen wir jetzt einfach mal nicht. So, der Problem ist gar nicht so weit weg von diesem Turm, aber wir müssen versuchen, den Turm nicht zu bekommen. Dass sie uns nicht davon noch angreifen, das wäre jetzt so. Guck mal, ein Dreier ist das. Jawohl! Box 1, böser Kerl 0. So, wir nach vorne und die ein bisschen unsere Reserve locken. Hallo! Oh, ich glaube, was hast du dir getan? Dir wehgetan, Mann. Na komm, zeig mal deine Achsel. Bereit, komm her. Oh, da habe ich getroffen. Drecksau. Macht aber nichts. Ah, jetzt aber. Da, es öffnet sich. Auf die Gesichtsplatte ziehen. Los, komm her. Das ist noch ein anderer Typ da hinten, wie man sieht.
Warnung. Kälteschaden verstärkt den Gegner. Wir müssen den Prime leider her. So. Oh. So. Schon. Deine Unterseite ist verwundbar. Dort angreifen. Ja, will ich. Komm schon. Und weg hier. So, komm her, du Heini. So, bin auch erledigt. Eine coole Musik hier. Das ist eine richtige Winner-Musik, ist das für mich. So, holen uns noch den Kern. Den brauchen wir. Zack. Und dann gucken wir, wo ist die nächste Raffinerie oder irgendwas, wo wir hin können. Dort. Oh ne. Warte mal. Hier. So, wo ist das? Los geht's. Ah, ist immer so blöd hier durch die Eisfälle, aber wir können auch. Können wir nicht. Wir können nicht fliegen. Wir können leider nicht in die Luft steigen, solange wir so ein scheiß Teil in der Hand haben. Aber das ist nicht so wild. Und jetzt nehmen wir uns gleich die Dreadnought vor. Ja, für die Dreadnought nehmen wir wieder eine andere Waffe. Warnung. Schneefang hat sich angeheftet. Wirf den Schneefang oder greif ihn an, um ihn zu entfernen. Ach, scheiße. Wo ist der Schneefang da wieder? Starlink-Datenbank aktualisiert. Nervig, ne? Aber das sind so die neuen Sachen, die sie eingebaut haben. Ich weiß nicht, ich werde euch, kann ich euch leider nicht, aber ich zeige euch in der nächsten Folge mal die Sandwürmer, die sind wirklich nervig. Coole Gegner, aber sehr nervig. So. Machen wir mal. Seien Sie gegrüßt, Starlink. Ich hoffe, die Orbitalperiode ist Ihnen zuträglich. Sie sind zu nett, Partner. Mit diesem Prime-Kern wird unsere Anlage neue wissenschaftliche und technologische Höhen erreichen. Super. Vielen Dank. Ja, kein Ursache. Sieht für mich aus, als wären Ihre Schiffe bereits in perfektem Zustand. Sind sie auch. So, jetzt zum Dreadnought fliegen. Gucken wir, wo der ist. Dort, guck mal, 8 bis 10. Wenig viel, ne? Prime-Einsatz in 8 Minuten. Das heißt, wir müssen da schnell hin, bevor der wieder was runterschickt. Und los geht's. Sehr weit weg, warte mal. Hört man das weg? Lass uns doch erstmal hier zu dem Planeten segeln. So. Zack. Kurz eine Schnellreise dahin. Das ist einfacher, als wenn wir jetzt den ganzen Weg selber fliegen. Habt ihr, glaube ich, auch keine Lust zuzugucken. Obwohl diese Folge, glaube ich, wird eine Stunde, geht sie, glaube ich, schon. Ist vielleicht ein bisschen lang. Aber ich finde es irgendwie ganz cool, mal wieder Starlink zu spielen. Deswegen machen wir das einfach. Ich hoffe auch, dass sie das Spiel nicht ganz absägen. Also es kommt auch mal was da raus für die Switch. Aber es wäre ganz cool, wenn noch mehr rauskommen würde, ne? So, gucken wir mal, ob wir noch irgendwo dicht rankommen. Ne, kommen wir nicht. Dass wir fliegen jetzt hin. So, wenn wir in den Hyperraum fallen, weiche ich am besten aus jetzt. Denn das macht nicht so viel Sinn, das jetzt zu machen. Weil wir denn sonst die ganze Zeit noch kämpfen müssen. Das ist auch ein bisschen blöde. Mal kurz gucken, wir können bei den Waffen, können wir nochmal austauschen wieder. Und dann mit dem Schredder den Bomben mal rein. Drüben packen wir mal den hier rein. Gut. Dann geht's. So. Es ist trotzdem lang, ne? Der Weg, muss man ja einfach mal sagen. Aber es war die dichteste Strecke. Jetzt kommt noch ein Asteroidenfeld. Sehr gut.
Tarnung, Legion Hyperraumfalle im Anflug. Das sind die anderen Fallen, die ich meine. Die sind so ein bisschen spezieller. Oh, nicht so schwer. So, wir kommen immer dich da ran. Und können gleich angreifen. Sehr geil. Wenn wir die Dreadnought erstmal weg haben, dann ist das schon mal nicht verkehrt. Ist die Frage, ob ich die richtigen Waffen ausgewählt habe. Wir probieren es erstmal aus, wenn ich merke, das funktioniert nicht. Zwei, drei andere Sachen, ne? Warnung, Legion Hyperraumfalle im Anflug. Was immer noch? Hier? Ja, das hat er nichts gemacht. So. Annäherungsalarm. Legion Dreadnought. Hyperantrieb deaktiviert. Wir müssen ein bisschen rumballern jetzt erstmal. Sonst haben wir zu viele Flugzeuge bei uns auf dem. So. So, den müssen wir auch mal abschalten, ausschalten, ne? Fliegen können. Hab ich geschafft. Oh. Boah. Karte konnte. So, und jetzt auch. So, also diese Dreadnought anzugreifen, wenn man wirklich drei Primes hat auf dem Planeten, das grenzt schon ein bisschen an Selbstmord. Sollte man nicht tun. Jawohl! Fox 1, böser Kerl 0. Auf der anderen Seite auch zerstören können. Ziele zerstört. Warte. So. Jetzt müssen wir natürlich da rein. Okay. Das ist. Ich finde immer sehr nervig, aber muss aber da sein. So. Hier geht's ja noch, aber im. Oh! Aber im Reaktor wird das gleich echt eine harte Nummer. So, es ist gut, dass die Energie sich immer wieder auffüllt bei einem. Aber mittendurch. Gleich mal gucken, wie. Oh.
Eieiei. Obwohl. Ah, verdammt. Schade. Die cool gewesen, Pabby. Aber wir haben es trotzdem geschafft. So, der ist jetzt noch nicht so schwer, der Dreadnought gewesen, weil wir eben so viele Primes schon zerstört haben. Wo ist der Ausgang? Scheiße, ich muss ausgehen. Da raus? Hab schon. So. So, das war's mit dem Dreadnought. Und wir haben es noch unter einer Stunde geschafft. Nicht schlecht. Drei Primes und den Dreadnought. War nicht verkehrt. Alle Piloten erhalten einen Fertigkeitspunkt. Sehr cool. Gut. Ja, das war's. Gucken wir auf die Karte. Sieht schön aus. Wir haben natürlich noch einen hier hinten, ne? Dann müssen wir die Primes natürlich erstmal hier zerstören. Machen wir auch noch. Aber das machen wir beim nächsten Mal, glaube ich. Für heute soll es das gewesen sein. Ich danke euch fürs Zuschauen. Wenn ihr Anregungen habt oder irgendwie was anderes wissen wollt, sagt mir Bescheid. Wir machen das alles noch, bevor wir mit dem neuen Kapitel der Star Fox-Truppe anfangen. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin. Tschüss.